So, also. Was man dann eventuell auch machen können, dass man mit dem Heißhäckseln anfängt. Da habe ich ihn abgestellt. Genau. Ich habe ja hier die Schaufel sauber gemacht. Ach, vielleicht nicht so gut, dass er die ganze Nacht draußen stand, aber naja. Er ist Skafend geworden, ne? Aber der hält es schon aus. So. So, dann die Dachrinnen diesmal nicht abreißen. Wir haben das letzte Mal schon mal Del Nycaut. So, schauen wir mal, wie viel Stroh das wir noch brauchen. Dort mal gleich mehr Ballen rausschmeißen. Ne, da sehe ich es nicht. Aber hier wird es sehen. Also hier brauchen wir noch, naja, 1000 Liter. Und da, naja, ich glaube, zwei brauchen wir schon. Machen wir gleich noch Mischfutter, dann können wir einen dritten gleich auch noch rausschmeißen. Ja, komm. So, schauen wir mal, ob wir den diesmal da gescheit reinbringen. Da habe ich ja das letzte Mal starke Schwierigkeiten gehabt, den da hier vernünftig abzulegen. Aber ich glaube, das schaut gut aus. Ja, nicht überragend, aber haben wir schon mal schlimmer gesehen, würde ich sagen. So.
Gut, dann stellen wir den jetzt mal so ab. Müssen wir natürlich die Türchen wieder aufmachen. So, lass laufen, ne? Denkt, der wird komplett leer werden. Jawohl. Ja, den Strohballen habe ich jetzt nicht ganz optimal auf der Gabel, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. So, jetzt schauen wir mal, wie schaut's aus bei den Kühen. Ja, fast voll, ne? Da brauchen wir, glaube ich, nichts mehr weiter reinmachen. Oh. Natürlich sollten wir vielleicht den Motor erstmal starten. Ist nicht so gut. Das gibt's ja gar nicht. Naja. Komm, keine Experimente. Wir haben keine Zeit. Wir müssen gleich das Mähen anfangen, beziehungsweise schauen, ob ich Maishäckseln anfangen kann, weil Weizendreschen, das ist ja alles noch zu nass. Was ist, wenn der liegt ja überhaupt nicht weiter? Ja, fast wieder rausbeziert. Sollte ich dir mal noch ein bisschen. Gott, was macht er da? Ich habe keine Ahnung. Sieht aber irgendwie ungesund aus. Ich wollte schauen, wann es sich von mir. Ja, der Schweinestall ist voll. Da haben sich schon wieder. Oder? Ja, hier. Zwei sind wieder. Ja, ich müsste den Stall da oben bauen. Ach, zu fix.
müsste den Stall da oben endlich hinbauen, damit ich den anderen Ferkel reinmachen kann, aber irgendwie muss ich halt dazu das Feld erstmal abdeichen können. Es wäre natürlich sehr wünschenswert, dass ich das heute noch hinkriege. Aber mit dem ganzen Regen eher unwahrscheinlich halt, ne? So, dann lasse ich den jetzt mal stehen. Ja, die Frage, Mais häckseln oder Gas? Was heißt Mais häckseln? Achso, warte mal. Ich muss ja noch, bevor es wieder regnet, das Mischfutter will ich doch machen. So, dann schmeißen wir mal eben die zwei Ballen ein. Kann ich eben hier noch einen Heuballen auslagern? So. Nee, ich stapel den da jetzt nicht drauf, weil der dann sonst im Strohlager drin liegt. Das habe ich, glaube ich, schon mal ausprobiert und es hat da auch nicht funktioniert. Wo kann ich den da abstreifen? Ich muss ein bisschen vorfahren. So, jetzt muss ich den abstreifen können. Den schmeißen wir einfach hochkant rein, oder? So. Zack, und drin ist er. So einfach ist es. Jetzt müssen wir die Schaufel wieder dran machen. Wir müssen noch ein bisschen Mais einschaufeln. Das ist Silage, ne? Ran an die Schaufel. Ah, sehr gut.
So, hier ungefähr würde der gut stehen. Lass den mal laufen. Springen wir kurz da ein. Wenn man ein bisschen auf die falschen Knöpfe schaut. So. Kann man dann gleich noch den das Wasserfass anhängen. Nochmal ein Stück reinschieben. Wieder unser Dach ein bisschen. Wird so gut. Ach schön, da habe ich bloß vorher Mais für einmal auffüllen reingemacht. Das, ich habe gedacht, ich habe zweimal gemacht, aber ich glaube, da war mir dann klar, dass das zu viel ist. Deswegen habe ich es dann nur, glaube ich, 8000 Liter gemacht, ne? Manchmal bin ich ja doch ein schlauer Fuchs, ne? Haben wir alles? So, der Glanzrestler ist noch drin. Jetzt kratzen wir es gleich auf, pass auf. Eigentlich müsste doch auch die Schaufel jetzt den Winkel anzeigen. So. Gut, jetzt haben wir es dann. So. Dann stellen wir den einfach mal. Stellen wir den jetzt hin? Steht überall im Weg. Der steht überall im Weg. Dann stellen wir den schnell. Hoppala.
Muss ich oben schon wieder auffüllen? Oder hat es noch Zeit? Ist ja zu, naja, können wir gleich reinballern. Schiebt aber. Er will nicht so richtig umziehen, ja? Ich könnte schon wieder den Mistkübel da ausleeren. Das gibt's ja gar nicht, wie schnell der voll wird. Boah, das war aber jetzt. Uiui. Zu zackig. Na, das gibt's ja gar nicht. Na? Jetzt ja. Oh, gezeigt hat er auch nichts zum Ausleeren. Okay, dann kannst du den jetzt mal ausschalten. Fix. Alter Schweden, ich hab völlig die Zeit vergessen. Oh Gott, ich muss das zusammenschneiden. Alter Schweden. Ja, was war ich denn hier für ein Kampf zum, sag mal. Oh, Heiland, na. Ja, dann würde ich sagen, räumen wir jetzt mal schnell den, Mischfutterwagen weg und dann. Dann beenden wir diese dezent überlange Folge. Dann mach ich zwei daraus. Wahrscheinlich habt ihr bei euch beim anderen Mal schon gewundert, warum ich. Cut drin habe. Oh ne. Da merkt man, dass es doch wieder Spaß macht hier. So richtig, richtig, richtig Spaß. Das ist aber. Aber anstellen tue ich mir wieder Hund zum Eier legen, ne? Habt ihr wieder Freude. Könnt ihr euch wieder einlachen hier, ne? So. Halt. Abkoppeln. Ah, okay. So. Dann, was machen wir jetzt mit dem? Den stelle ich jetzt einfach mal da rein. So. Ne? Und dann, liebe Leute, sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Hoppala. Wir hören und sehen uns in der nächsten Folge. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, mit was. Ich muss mal ein bisschen mir meinen Kopf drüber machen. Das mache ich aber heute nicht mehr. Mir langt es für heute zum Aufnehmen. Das mache ich mir dann morgen. Dann werde ich nochmal einen Schwung aufnehmen. Ob wir zuerst den Mais, den Körnermais machen sollen. Oder ob wir vielleicht doch hier mit dem Weizen anfangen. Ich weiß nicht, kann ich den mal anpiepsen? Weizen. Okay. Und was passiert, wenn ich den da hinten das Gas anpiepse? Das ist Gas, könnte ich auf jeden Fall. Hat auch so viel Feuchtigkeit, aber das kann ich ohne Probleme ernten. Ich weiß nicht, ob ich den Mais, den Körnermais ernten könnte. Das wäre eine Überlegung. Oder halt das Gras. Oder hier die Fläche, damit ich die Gebäude platzieren kann. Aber da fehlt mir ja auch noch ein bisschen Geld. Das könnte man aber relativ schnell einholen. Müsste man bloß die Paletten aufladen und verkaufen. Dann haben wir wieder
jede Menge Kohle drin. Aber ich rede und rede und rede und die Folge wird immer länger. Naja. Ich mache mir ein bisschen Kopf drum und dann schauen wir mal, was uns in der nächsten Folge so erwartet. Lasst ein Däumchen da, wenn es euch trotzdem gefallen hat, auch mit der Überlänge und dem ganzen Füllefanz und ja, ein Kommentar, ne, einen schönen Kommentar, so. Hallo Andi, wie geht's dir? Wie war dein Urlaub? Ich will dich auf ein Steak einladen. Solche Sachen könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ne? Also, tschüssi.